Jesus liebt dich. 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 Hallo und herzlich willkommen zu unserem Online-Impuls Milch und Honig aus der Friedenskirche, immer am Dienstag und Freitagabend. Ich stehe hier in meiner Küche und schaue auf meinen Apfelbaum und auch gerade auf zwei Vögelchen oben sitzt ein Star, falls ihr ihn erkennen könnt, und da ein Spatz in der Mitte. Manchmal sind Meisen da. Ich sehe auch die Bienen an den Blüten, die Blüten bestäuben. Ich hoffe, es wird eine große Ernte werden dieses Jahr, nachdem ich letztes Jahr nur 6 Äpfel an dem Baum hatte. Jetzt geht's weiter mit der umgekehrten Perspektive, quasi vom Apfelbaum auf mich. Letztes Jahr hatte ich nur 6 Äpfel, das Jahr davor waren es 200 bis 300. Der Keller war voll mit Äpfeln, wir hatten den ganzen Winter genug Äpfel zum Apfelkuchen backen und zum Äpfelessen, waren gut versorgt. Dieses Jahr scheint es auch wieder eine gute Ernte zu geben, eine gute Ernte steht bevor. Aber das ist gar nicht mein Thema. Mein Thema sind die Vögel, die man hier sieht, wie sie fröhlich sind, wie sie sich keine Sorgen machen. Und ich muss immer an die, wenn ich die Vögel sehe, an das Gleichnis denken von Jesus in der Bergpredigt, in dem er sagt, seht euch die Vögel an unter dem Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer Vater im Himmel versorgt sie trotzdem. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Und seht euch die Blumen auf dem Felde an. Sind sie nicht schöner gekleidet als Salomo in seiner Pracht? Warum macht ihr euch irgendwelche Sorgen? Gott sorgt gut für uns. Das ist, glaube ich, der wichtigste oder einer der wichtigsten Gedanken, die uns beschäftigen sollten, dass Gott gut ist und dass er gut für uns sorgt. Danke auch Anton für deinen Impuls vom Freitag, wo du gesagt hast, dass Gott groß ist, dass er größer ist als jedes Problem, und für das Erlebnis, was du uns geschildert hast mit deinem Aktenkoffer. Danke für die guten Gedanken, die du uns dort weitergegeben hast. Wenn ich die Bibel lese hier, wenn ich hier sitze am Morgen, ganz allein für mich bin, meistens ist es dann noch dunkel, und die Bibel lese und Zeit mit dem Vater verbringe, Zeit mit Jesus verbringe, mich öffne für sein Reden. Ich schreibe Tagebuch, meine Gebete auf und höre auf seine Gedanken, auf die Gedanken des guten Hirten, schreibe sie auch hinein, die Zusagen, die er mir sagt. Ich feiere das Abendmahl, ich denke an das, was Jesus für mich getan hat, sein Leib und sein Blut, das er für mich gegeben hat. Ich trinke auch einen Kaffee, um wach zu werden oder wach zu bleiben. Ich genieße die Zeit, die ich mit Gott habe, und ich genieße vor allem auch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist mir so wichtig geworden, so ein Schatz, so ein Reichtum. Es ist mir wichtiger heute als je zuvor. Und ich habe so einen Hunger danach, mehr Hunger als nach Frühstück, nach Müsli, nach Toastbrot und Ei und Speck, was ich gerne mag. Viel größer ist mein Hunger nach dem Wort Gottes und nach seinen Zusagen. Ja, und wenn wir lesen, wie gut uns Gott versorgt, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, sondern dass wir vertrauen sollen, dass er uns versorgt und dass er gut ist, dann können wir auch manchmal schwierige Dinge, die wir in der Bibel lesen, die wir manchmal nicht einordnen können, zunächst mal beiseite legen oder einfach einordnen in diese große Gewissheit, Gott ist für mich und er ist gut und er sorgt für mich. Es ist nicht schwer, mit Gott zu leben. Eigentlich ist es schwer, ohne ihn zu leben. Eigentlich ist es schwer, wenn man ihn nicht hat. Wenn man niemanden hat, an den man sich wenden kann, an den man sein Herz ausschütten kann, von dem man Ermutigung bekommt und Trost und Hilfe, die einem kein Mensch, noch nicht einmal der liebste Partner, geben kann. Gottes Trost, sein Frieden, seine Liebe ist noch viel kostbarer als jeder Trost und jede Liebe von Menschen.
Ja, ich bin sehr, sehr dankbar und ermutigt, wenn ich das Wort Gottes lese und wenn ich daran denke, wie gut er zu mir ist. Und ich möchte dir das zusprechen und dir mit diesem Impuls heute Abend auch Mut machen, oder auch wenn du es später hörst in der Aufzeichnung, ich möchte dir Mut machen, Gott zu vertrauen, dass er ein guter Hirte ist, der gut für dich sorgt, der dich im Blick hat, der dich nicht vergessen hat, dem du viel wichtiger bist als jeder Vogel, der fröhlich sein Lied pfeift und seine Nahrung findet, dass wir viel wertvoller sind als jede Blume, die er kostbar kleidet und wunderschön anzieht, dass Gott gute Gedanken für uns hat, wunderbare, wertvolle, gute und liebevolle Gedanken über unser Leben. Gerade in dieser Zeit, in der vieles unsicher ist, manche haben düstere Zukunftsperspektiven. Dazu haben wir überhaupt gar keinen Grund, die wir Gott kennen und uns an ihn wenden und die wir ihn kennen und immer besser kennenlernen und sein Wort und seine Zusagen lesen. Wir haben überhaupt gar keinen Grund, düstere Zukunftsperspektiven zu haben. Auch wenn es hier auf der Erde vielleicht schwierige Zeiten gibt. Gott hat versprochen, immer bei uns zu sein. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Ich gehe mit euch dadurch. Und wir haben eine herrliche, wunderbare, ewige Perspektive, die wir an Jesus glauben. Er bereitet Wohnungen für uns vor. Er hat eine Herrlichkeit für uns vorbereitet. Und auch für das Leben auf dieser Erde verspricht er uns so viel und gibt uns so wunderbare und kostbare Versprechen. Wir haben gar keinen Grund, ängstlich zu sein, traurig zu sein. Natürlich gibt es Gründe, traurig zu sein. Es gibt Menschen auch. Wenn du jetzt gerade zuschaust, vielleicht hast du Gründe, traurig zu sein. Du darfst es natürlich auch ausdrücken. Aber es gibt so viele Gründe, auch dankbar zu sein. Auch dankbar für unser Land, für unsere Regierung. Mecker nicht über Dinge, die dir nicht passen, die dich stören. Versuch vielmehr zu danken, für alle Dinge zu danken. Gott mit hineinzunehmen in alle Situationen deines Lebens. Ich will das auch tun. Ich will es noch mehr lernen. Lass uns das gemeinsam tun, gemeinsam lernen und die Welt um uns herum anstecken mit froher Botschaft. Denn Gott gibt uns frohe Botschaft und gute Nachricht. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, eine gute Woche und komm wieder am Freitag zu unserem nächsten Impuls und am Sonntag zu unserem Online-Gottesdienst. Nutz die Gelegenheiten, mit anderen in Kontakt zu bleiben. Gott segne dich.